Einen wunderschönen guten Tag am 27. Oktober 2020. Auch heute möchte ich euch hier mitnehmen auf der Baustelle und einfach ein bisschen festhalten, was sich in den letzten Tagen getan hat. Diesmal spielte die Musik sich eben insbesondere im Innenbereich, im Innenausbau beziehungsweise halt bei der Heizung und bei der Sanitärinstallation ab. Das zeige ich euch auch aus der Nähe. Kurz vorab vorher nochmal, ich stehe hier eben noch vor dem Haus. Da hatten wir in den letzten Tagen oder vor 1,5 Wochen oder so angefangen, die Fundamente auszuheben für die Garage, die hier eben abgestellt worden ist. In der Zwischenzeit hatten wir hier noch so ein bisschen Sand verfüllt, einfach um die zu begradigen, mehr oder weniger. In einem nächsten Schritt müssen wir jetzt halt das Fundament vorbereiten und wirklich gießen mit Beton. Das wird auch in den nächsten Tagen passieren. Das läuft hier einfach mit niedriger Priorität weiter nebenher sozusagen, dieses Projekt. Daneben hatten wir noch hier eine Menge von Baustützen innen entfernt. Also man wird das gleich sehen, wenn ich innen bin, dass sich da eben doch einiges getan hat. Die sind jetzt hier so zwischengelagert. Die müssen halt noch vom Rohbauer abgeholt werden. Aber dem haben wir hier eine Menge Arbeit abgenommen, indem wir das einfach selbst gemacht haben, weil uns die Baustützen an vielen Stellen eben gestört haben und uns an den Arbeiten an der Elektroinstallation gehindert haben. Ich gehe jetzt mal kurz ins Haus hinein. Und dann sehen wir uns dort gleich wieder. Bis gleich. So, ich befinde mich jetzt also im Haus selbst. Das ist ja der Eingangsbereich. Hinter mir die spätere Haustür. Aktuell halt noch so eine Bautür. Und selbst bei den ersten Schritten, die man hier so macht, kann man schon sehen, dass hier ein bisschen was passiert ist in den letzten Tagen. Am Boden sind halt diverse Leitungen verlegt. Hier auch so Lüftungskanäle, beziehungsweise dort auch Heizkreisverteiler. All das wurde halt in den letzten Tagen installiert. Und das zeige ich euch jetzt mal ein bisschen systematischer. Ich bin jetzt hier mal kurz in den Keller gelaufen, in den Hausanschlussraum. Einfach weil es hier ja vielleicht am sinnvollsten ist anzufangen. Hier laufen halt all die verschiedenen Leitungen zusammen, beziehungsweise fangen hier an und gehen von hier halt weg. Da gibt es zum einen eben die Wasserleitungen, wie gesagt. Also das sind diese. Die sind so ein bisschen zusammengebogen, einfach dass sie nicht im Weg sind, dass man da trotz alledem irgendwie verputzen kann. Die werden dann nachher noch hier an der Wand wirklich montiert werden. Da kommt auch noch ein Verteiler nachher hin und so weiter. Aktuell, das ist jetzt erstmal die Rohinstallation, sieht das eben so aus. Und das ist einfach innen drin ein Kunststoffrohr. Leider sieht man das jetzt nicht mehr, weil zum Abdrücken hier eben solche ja, Ventile oder sowas draufgeschraubt worden sind. Da befindet sich auch Wasser drin, das wurde halt auf Dichtigkeit überprüft. Insofern bekomme ich das nicht ab. Aber letztendlich ist das ein Kunststoffkern und außen herum ist einfach Aluminium, um das ein bisschen besser formen zu können und das Ganze halt ein bisschen zu schützen. Das Wasser selbst muss aber nur, kommt nur mit dem Kunststoff in Kontakt, hat dadurch einen sehr geringen Flusswiderstand und ja, man kommt eben mit solchen dünnen Leitungen, das sind 16er, 20er, 25er Millimeter Leitung, ähnlich wie bei den Leerrohren und das reicht schon aus, um eben im ganzen Haus hier wirklich eine Menge Wasser zu befördern. Letztendlich ist es halt so, dass es im Prinzip mehrere Leitungen gibt, aber zumindest beim Warmwasser gibt es halt eine Zirkulation. Das heißt, das Wasser wird irgendwie durchs Haus geschickt, kommt aus einer anderen Leitung wieder herunter und wird quasi im Kreis herumgepumpt die ganze Zeit, damit man das möglichst schnell bei der Entnahmestelle eben warmes Wasser zur Verfügung hat. Und daneben gibt es halt noch eine Frischwasserleitung. Deswegen gehen hier jetzt in dem Fall drei Leitungen nach oben weg und von dort aus werden sie dann weiterverteilt im Haus. Daneben gibt es noch zwei weitere Leitungen. Das sind die hier, die nach am Boden montiert sind und nach oben wegschauen. Das ist zum einen eine Leitung zum Boiler nachher. Der braucht ja sein Frischwasser, das er aufwärmen kann. Und eine weitere Leitung inklusive der Warmwasserleitung, also sowohl kaltes als auch warmes Wasser, das hier im Keller weiterverteilt wird. Das geht in den Haus. Wirtschaftsraum, weil auch hier wird ein Waschbecken montiert werden, beziehungsweise auch hier wird sich die Waschmaschine befinden. Da gibt es auch noch ein Abflussrohr, das kann man hier jetzt sehen. Und all das wurde jetzt eben schon mal vorbereitet und sieht aktuell eben so aus. So, ich bin nochmal kurz zurück im Hausanschlussraum. Hinter mir also diese Rohre, die eben nach oben weggehen, die mit der Frischwasser- und Warmwasserinstallation zu tun haben. Und hier an der Decke, da gibt es einen weiteren Aspekt, der in den letzten Tagen hier eben installiert worden ist. Das ist der Vor- und Rücklauf der Heizung, der Fußbodenheizung. Dort wird also das Wasser herumgeschickt, das eben dann in den Fußbodenheizkreisläufen die Wärme abgibt, über den Boden. Und da gibt es halt einen Vorlauf und einen Rücklauf. Und das wird dann später hier noch mit dem Hydrauliktower mit der Heizung dann halt noch verbunden werden. Ansonsten ist der Hausanschlussraum aber noch relativ leer. Also hier sind so ein paar Vorbereitungen getroffen werden für die Frischwasser- und Warmwasserinstallation. Dort eben die Heizung, aber die Wände, kann man sehen, sind eben noch
groß und leer oder großflächig frei. Hier soll die Elektroverteilung stattfinden. Hier dann eben so Wasser-, Frischwassergeschichten. Hier die Heizung und hier wird es noch eine Lüftungsanlage geben, die dann eben über diesen Schacht bzw. über diesen Schacht dort hinten die Luft, frische Luft ansaugt bzw. abführt und halt im Haus verteilt. Auch diese Kanäle, die dann im Haus verteilt werden, sind noch nicht hier installiert, die kommen hier noch nicht an, die wurden an diversen anderen Stellen installiert und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es im Rest vom Haus aussieht. Zunächst einmal noch hier ein weiterer Eindruck aus dem Kellergeschoss und zwar befinde ich mich hier im Raum hinterm Hausanschlussraum, also hinter dieser Wand hier befindet sich der Hausanschlussraum von eben. Man sieht auch hier oben eben noch die zwei Leitungen, den Vor- und den Rücklauf der Heizung. Das geht hier mit so einem 90-Grad-Knick durch die Decke durch, wird dort weiterverteilt, dazu gleich nochmal mehr. Ansonsten sieht man hier halt auch Abflussleitungen, also da gibt es so ein zentrales Fallrohr, das wird nach außen geführt. Das geht zum Gäste-WC ins Erdgeschoss und ansonsten gibt es hier nochmal eine zweite Leitung, die führt nach oben ins Obergeschoss für die Dusche und für den Waschtisch. Und hier auf dieser Seite gibt es auch nochmal ein weiteres Fallrohr, das hier mit verbunden und angeschlossen ist. Das ist das WC im Obergeschoss, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Die Rohre verschwinden halt nachher in der Wand und werden in der Wand nach oben geführt. Hier im Keller sieht man sie halt, ist jetzt aber auch nicht weiter schlimm. Wir werden da die Decke abhängen. Wir haben ja hier eine hohe Raumhöhe und insofern werden die verschwinden, sodass man das zumindest optisch nicht weiter stört. Hier in der Ecke muss man mal sehen, wie man das löst. Da gibt es ja hier dieses Fallrohr. Schaut natürlich nicht ganz so edel aus, wenn man sowas in der Wohnfläche hat. Das wird man dann irgendwie mit so einem Trockenbau irgendwie dann eine Ecke formen müssen und das ein bisschen einkleiden müssen. Verliert man natürlich ein bisschen Wohnfläche. Dafür schaut das dann vielleicht insgesamt doch schöner aus, als es so eben irgendwie jetzt hier so diesen typischen Altbau-Keller-Look hat, wenn man da solche Rohre halt hat, vor allem in einem Raum, den man dann weiß streicht und irgendwie als Wohnfläche nutzen will mit Fenster, dann ist das vielleicht nicht ganz so edel. Daneben gibt es hier in der Decke noch zwei weitere Kanäle und zwar sind das die zentralen Kanäle für die Lüftungsanlage, für die kontrollierte Wohnraumbelüftung. Da gibt es einmal die Zuluft und die Abluft. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie herum das jetzt eben geführt werden wird, die Luft. Die Kanäle sind die gleichen, da sind ja, vielleicht kann ich das oben zeigen, beziehungsweise ich glaube, das ist mittlerweile überall eingekleidet. Das sind einfach so Art Blechkanäle, die sind, wie man hier sehen kann, oval, beziehungsweise halt deutlich breiter als tief sozusagen. Haben eben diesen Querschnitt in etwa, sind hier jetzt nochmal komplett eingekleidet mit so einer Art Schaumstoff. Einfach zur Schallisolierung, vielleicht auch ein bisschen Kondenswasser zu vermeiden, wenn man hier das auch ein bisschen Wärme isoliert. Und diese sind jetzt nur mal so vorbereitet, die gehen halt durch die Wand, durch die Decke, damit man das jetzt die Schlitze verschließen kann. Die werden auch dann mit dem 90-Grad-Knick hier weggehen, in der Decke entlang, durch diese Wanddurchbrüche hier und sind dann eben im zentralen Hausanschlussraum, wo sie dann an die kontrollierte Wohnraumbelüftung eben angeschlossen werden können. Das waren jetzt im Wesentlichen also schon die Dinge, die hier im Keller passiert sind. Wie gesagt, hier wurde halt eine Menge vorbereitet. Viele Arbeiten sind jetzt noch nicht endgültig abgeschlossen. Das passiert dann in einem späteren Schritt, wenn dann der Boden drin ist, wenn die Wände verputzt sind, gestrichen sind, sodass man dann eben auch die Dinge an der Wand selbst montieren kann. Jetzt gehen wir mal nach oben ins Erdgeschoss und schauen uns an, was dort passiert ist. Ich befinde mich jetzt also hier im Erdgeschoss und im Vergleich zum letzten Mal, unabhängig jetzt von der Sanitärinstallation, ein wesentlicher Unterschied ist einfach, dass die Baustützen allesamt entfernt sind. Also wir haben die alle entfernt, das waren doch durchaus Arbeit, aber die hat sich gelohnt, weil man sich jetzt hier viel freier einfach bewegen kann. Hier im Erdgeschoss war das noch nicht mal so schlimm, aber gerade im Obergeschoss waren die auch schon stark im Weg, gerade für die ganzen Leerrohre, die man da irgendwie an der Decke installiert und so weiter. Und selbst hier im Erdgeschoss kann man sich jetzt viel freier bewegen und hat halt einfach mehr Platz, den man nutzen kann, um Material und Werkzeuge und so weiter abzustellen. Die eigentliche, beziehungsweise die Sanitärinstallation, damit geht es halt hier weiter. Also das ist der Durchbruch hier in der Küche. Direkt unter uns befindet sich eben der Hausanschlussraum. Hier kommen die Leitungen hoch. Zum einen Warmwasser, zum anderen kaltes Wasser oder Frischwasser. Und die Abflussleitung, die wieder nach unten führt. Und man kann auch sehen, sowohl an das Warmwasser hier, beziehungsweise auch an das Kaltwasser, das ist hier halt mit so einem T-Stück abgehend, gibt es weitere Leitungen, die eben wegführen. Und diese Leitung, das ist eben der Rücklauf, der dann wieder zurückkommt. Also man kann hier sehen, wird das warme Wasser eben abgezwackt sozusagen, geht weiter Richtung Gäste-WC, geht dann weiter ins Obergeschoss und kommt irgendwann halt wieder zurück und wird dann hier nach unten wieder geführt werden.
Hier das Ganze jetzt nochmal aus ein paar Schritten Entfernung. Hier also diese Entnahmestelle, Frischwasser, Kaltwasserabfluss für die Küche später mit den Leitungen, die dort eben wegführen. Die sind hier eben durch geschaffene Wanddurchbrüche gehen eben durch die Wände hindurch bis zur Haustür. Also hinter dieser Wand befindet sich die Haustür. Dort gehen wir jetzt mal hin. Und man sieht hier eben die Leitungen, wie sie ankommen. Das Frischwasser und der Vor- und Rücklauf der Warmwasserzirkulation. Und auch hier ist das eben dann nochmal angeschlossen. Also hier, das ist das Gäste-WC. Dort kann man eben sehen, das Frischwasser zum Beispiel führt natürlich direkt in den Spülkasten hinein. Und das Warmwasser, beziehungsweise das ist nochmal eine weitere Frischwasserleitung, führt hier in so eine Unterputzarmatur. Also die ist hier eben installiert. Die wurde ursprünglich mal verschraubt. Darunter befinden sich Schrauben und dann wird das Ganze nochmal eingeschäumt, um dem zusätzlich Halt zu geben. Und jetzt wird das halt Ganze nochmal zugemauert, beziehungsweise halt nochmal verputzt im Wesentlichen später. Man kann das ja hier jetzt am Boden schon ganz gut sehen. Da gibt es eben weitere Abzweigungen. Also das eine ist eben die Versorgung hier für das Gäste-WC. Aber es gibt dann weitere Leitungen, die hier entlang führen, beziehungsweise durch einen weiteren Durchbruch im Gäste-WC selbst eben hier hindurch. Und diese Leitungen führen eben durch Schächte auf der Rückseite dieser Wand, führen die nach oben ins Obergeschoss. Dort befindet sich eben das Bad. Und dort wird das Wasser eben weiter verteilt. Also das kann man jetzt hier sehen. Das ist eine der beiden Warmwasserleitungen. Und hier ist die Frischwasserleitung. Leider ist beides rot. Das heißt, man kann das nicht ganz so gut ausmachen. Aber hier kann man sehen, das sind zwei verschiedene Dinge eben. Rechts die Frischwasserleitung und hier links eben der zentrale Lüftungskanal für die kontrollierte Wohnraumbelüftung. Hier eben die Zuluft und hier die Abluft oder andersrum. Wie gesagt, ich bin mir da nicht ganz sicher. Die wird eben nach oben geführt ins Bad, ins Obergeschoss, wird dort im Obergeschoss verteilt und hier im Untergeschoss wird die eben hier verteilt werden am Fußboden. Da gibt es hier einen Abzweig, beziehungsweise auch auf dieser Seite einen entsprechenden Abzweig. Und so wird eben die Luft hier später am Boden verteilt werden und geht dann durch diverse Durchbrüche, wie zum Beispiel jetzt an der Stelle oder auch am anderen Ende des Zimmers oder hier auch hier. Gehen eben Durchbrüche nach unten wieder und werden dann an diese Kanäle angeschlossen und belüften dann eben das Zimmer, das sich jetzt hier in dem Fall unter uns befindet. Auch der Spülkasten hier neben dieser Frischwasserleitung hat er natürlich auch die Abwasserleitung. Die sieht man hier, die läuft dann auch zusammen mit der Abwasserleitung für das spätere Waschbecken an der Stelle. Und diese beiden Leitungen laufen halt zusammen hier in der Ecke und gehen dann in ein Fallrohr über, das dann eben im Keller dann nach außen geführt wird. Zum Spülkasten selbst gibt es aus meiner Sicht nicht viel oder nichts Spannendes zu sagen. Also da haben wir uns auch gar nicht weiter informiert. Das ist der Standard, der hier jetzt von dieser Firma eben verbaut wird. Geberit, das ist natürlich irgendwie, kennt man als Marke. Das hat den Vorteil, dass man hoffentlich auch in 10, 15 Jahren noch irgendwelche Ersatzteile erhält, falls es da doch mal was gibt, was kaputt geht. Ansonsten ist das aber halt einfach ein Plastikkasten, ein Wasserspeicher. Hier ist halt so ein Eck, Ventil ist es ja nicht, aber irgendwie über so eine Ecke wird das hier das Wasser in den Kasten geführt und hier gibt es dann halt den Mechanismus, mit dem man das Ganze dann eben betätigen kann. Daneben gibt es hier halt einen Teil der Heizungsinstallation und zwar einen sogenannten Heizkreisverteiler, jetzt in dem Fall für das Erdgeschoss, also den wird es nachher den gibt es im Obergeschoss nochmal und auch im Kellergeschoss haben wir eine Fußbodenheizung, auch dort wird das Ganze eben verteilt. Da haben wir allerdings keinen, nicht so einen Kasten irgendwie an zentraler Stelle, sondern wir machen das aus dem Hausanschlussraum, aus dem Technikraum heraus. Man kann jetzt hier ganz gut sehen, wie das funktioniert. Also hier unten heraus, da gibt es die Rohre, die eben aus dem Keller kommen. Das kann man jetzt von hier aus noch mal ein bisschen besser sehen. Das geht halt durch so einen Deckendurchbruch nach unten eigentlich. Und parallel dazu wurden hier halt zwei Abzweige gemacht, die dann nach oben führen, ins Obergeschoss und dort eben in den Heizkreisverteiler führen. Ansonsten kommt das Wasser für diesen Heizkreisverteiler aber eigentlich aus dem Keller, aus dem Hausanschlussraum. Und da gibt es halt hier zum einen die mehrere Abgänge sozusagen. Hier werden die einzelnen Heizkreisläufe angeschlossen für die Fußbodenheizung. Da gibt es dann auch so für die Bestimmung der Durchflussmenge irgendwie so Skalen, die man hier ablesen kann. Das sieht man jetzt auf dem Kamerabild nicht ganz so gut sehen können. Und hier oben gibt es halt die Möglichkeit, das müsste dann der Rücklauf entsprechend sein, gibt es die Möglichkeit, das Ganze auf und zu drehen, beziehungsweise hier werden dann halt auch die Stellmotoren, die Stellantriebe draufgeschraubt. Das sind ja hier so, wie man es auch von der Heizung kennt, so Ventile, die sich eben überall das regulieren lassen über den
über das Betätigen dieses Stiftes hier. Je nachdem, ob man den rein oder rausdrückt, fließt da halt mehr oder weniger Wasser hindurch. Und der Stellmotor macht genau das. Das kann man hier natürlich jetzt auch händisch machen. Aber richtig Spaß macht das erst, wenn das dann irgendwie so ein Aktor macht, in Verbindung mit so einem Stellantrieb, der dann halt die Temperatur auch regulieren kann. Und man kann schon sehen, man kann das auch einmal hier zentral quasi absperren, sowohl im Vorlauf als auch im Rücklauf. Aber alles in allem kommt da halt eine Klappe nachher drauf und da wird man nicht allzu oft und allzu viel herumspielen nachher. Genau, das waren jetzt hier also so die wesentlichen Dinge, die im Erdgeschoss passiert sind. Also neben der Küche und dem Gästewitz, beziehungsweise hier im Eingangsbereich, ist hier im Erdgeschoss ansonsten nichts weiter passiert. Wir haben keine Entnahmestellen im Wohnzimmer oder ähnliches, daher gehen wir jetzt einmal nach oben. Und das Bild, das sich hier eben ergibt, jetzt hier im Flur, ich befinde mich noch auf der Treppe, schaue halt jetzt hier in den Flur im Obergeschoss, ist auch hier so ein Heizkreisverteiler, im halbwegs zentral im Flur, sodass man dann von hier aus in die einzelnen Räume gelangt. Man kann jetzt hier sehen, das ist derselbe Kasten, im Prinzip dieselbe Konstruktion, allerdings wurde das Ganze hier noch nicht angeschlossen. Hintergrund ist, dass hier dieser Verteiler zu klein ist, also wir haben hier jetzt 5 Kreisläufe, brauchen aber eigentlich 6. Das war den Monteuren aber nicht so richtig bewusst und daher muss das nachher nochmal ausgetauscht werden. Da ist das hier in dem Fall noch nicht angeschlossen. Aber die Leitungen, der Vor- und der Rücklauf, sind halt schon mal so weit vorbereitet. Das geht dann hier über einen Durchbruch nachher eben bis in den, über einen weiteren Durchbruch hier im Bad eben wieder nach unten. Über die Leitungen, die wir auch dort schon gesehen haben, geht das hier jetzt in dem Fall halt nach unten. Das ist jetzt der Anblick des Bodens im Obergeschoss im Badezimmer. Zum einen sieht man hier jetzt die beiden Lüftungskanäle, die Zuluft und die Abluft eben. Das ist soweit schon mal vorbereitet, sodass man hier später im Geschoss halt die entsprechend anschließen kann und hier die Luftverteilung vornehmen kann. Man sieht aber auch daneben die Frischwasser- bzw. die Warmwasserleitung, den Vor- und den Rücklauf, die eben daneben hochgeführt werden. Und zum einen hier jetzt zum Beispiel mit dem Frischwasser den Spülkasten versorgen und zum anderen eben mit dem warmen Wasser eben die Badewanne bzw. dann weitergeführt die Dusche, die sich hinter dieser Wand befindet, sowie diese Unterputzarmatur an der Stelle. Hier befindet sich eben die Entnahmestelle für den Waschtisch. Also hier befindet sich eine Unterputzarmatur und hier eben so ein Waschbecken, so eine Waschschale. Und da wird dann eben noch eine Armatur angebracht. Da gibt es dann die Abflussleitungen. Und wenn man hier mal um die Ecke herumschaut, befindet sich dort eben die Dusche. Also hier kommen diese Leitungen an. Da gibt es dann Abzweige, die zur Dusche führen, zu einer weiteren Unterputzarmatur mit einem Wandauslauf für so eine Handbrause bzw. eine Anschlussleitung für die Kopfbrause entsprechend oder halt für die Brause, die sich über dem Kopf befindet. Und da gibt es dann hier nochmal eine Abflussleitung, das Fallrohr für den Abfluss eben, das dann zusammenläuft mit dem Abfluss für dieses Waschbecken am Waschtisch, sowie halt hier nochmal eine Anschlussmöglichkeit für die Dusche selbst. All das fällt in das Fallrohr, nach unten hin geht das Wasser und nach oben hin gibt es so eine Entlüftungsleitung. An der Stelle sieht man auch diesen Zirkulationsaspekt ganz gut. Also hier führen ja 2 Leitungen eben nach oben. Das warme Wasser, das ist der Vor- und der Rücklauf sozusagen. Der wird eben an der Stelle, fließt das Wasser eben zurück und kann dadurch eben entsprechend zirkuliert werden in diesen Leitungen, sodass man bis zu diesem Punkt halt einfach immer warmes Wasser hat, sofern die Zirkulation an ist, die Zirkulationspumpe läuft. Und diese Leitung, die hier weggeht, so eine Art Stichleitung, die versorgt dann halt einfach nochmal die Objekte in den letzten Metern, also die Badewanne, die Dusche und den Waschtisch. Das sind aber letztendlich halt nur noch ein paar Meter, 2, 3, 4 Meter, sodass man hier nur noch in den letzten Metern, wenn überhaupt, kaltes Wasser hat und eben nicht in dieser ganzen langen Leitung, die eben durchs gesamte Haus führt. Ansonsten gibt es hier halt auch wie schon unten denselben Spülkasten, also auch wieder einen von Geberit, der dann hier mit so einer Frischwasserleitung versorgt wird und hier eben angeschlossen ist an das Frischwasser, das dann in den Kasten hineinlaufen kann, sowie halt der Abflussleitung, die hier in die Wand geht, zusammen mit dem Abfluss für die Badewanne. Die laufen halt hier zusammen, gehen nach unten, läuft das Wasser ab und nach oben gibt es eine sogenannte Entlüftungsleitung. Also da geht die Leitung, wird weiter nach oben geführt bis in den Dachstuhl, wird dann über so ein Entlüftungsziegel entlüftet und das hat halt den Hintergrund, dass da kein Unterdruck in der Leitung entsteht, wenn man da die jetzt mit Wasser verschließt. Sonst können es halt vor allem die Siphons, die man ja hat, wieder aussaugen durch diesen Unterdruck und dann hat man eben den Gestank der Leitung im Raum. Das möchte man natürlich nicht. Daher sorgt man eben dafür, dass da entsprechend Luft auch wieder in das System gelangen kann.
Ein weiteres Detail hier im Obergeschoss, das kann man hier an der Stelle zum Beispiel ganz gut sehen, aber auch in den anderen Zimmern. Und zwar gibt es hier in der Wand einen Auslass. Auch das hat mit der Lüftbelüftung zu tun und mit der kontrollierten Wohnraumbelüftung. Und zwar im Obergeschoss findet das eben nicht durch Durchbrüche von oben statt, sondern eben durch solche Auslässe in der Wand. Die kann man jetzt hier eben sehen. Das ist auch nochmal so ein Kanal. Das ist ein kleinerer Durchmesser oder Querschnitt als diese zentralen Kanäle. Führt eben zum Boden. Ist dort jetzt soweit erstmal vorbereitet, wird nachher halt nochmal komplett eingemauert werden und wird dann nachher nur hier angeschlossen, sodass man eben dieses Stück mit diesem Stück hier verbindet und hier halt jetzt frische Luft oder in dem Fall glaube ich die frische Luft, die an anderer Stelle austritt, eben absaugt, sodass man eben eine kontrollierte Belüftung im ganzen Geschoss hat. Hintergrund ist in dem Fall, dass man hier im Obergeschoss nicht mit den Leitungen ganz nach oben möchte in den Dachstuhl, weil der halt nicht beheizt ist und nicht bewohnt ist und man ansonsten Probleme mit Kondenswasser in den Kanälen bekommen könnte, wenn die Luft eben da oben in der Geschossdecke zu sehr abkühlt. Dementsprechend macht man das im Obergeschoss hier an der Stelle über die Wand, hat halt den Nachteil in Anführungszeichen, dass es hier diese Öffnungen gibt, ja, in der Höhe von 2 Metern etwa. Und das mag vielleicht nicht ganz so attraktiv sein wie irgendwie Durchbrüche an der Decke, ist aber jetzt erstmal so. Ansonsten ist hier im Obergeschoss jetzt seitens der Heizungs- und Sanitärinstallateure nicht allzu viel passiert. Die einzige Sache sind halt diese Kanäle, die in jedem Zimmer installiert worden sind. Also ähnlich wie auch schon im Bad gibt es auch hier so einen Kanal, der dann hier nochmal verschlossen ist. All das wird jetzt hier eben nochmal eingemauert. Dieser Mauerschlitz wird eben verschlossen und dann verbindet man einfach dieses weggehende Stück hier im Bodenbereich mit dem Stück im Bad und hat halt dann im ganzen Geschoss eben so eine, ja, kontrollierte Bewegung der Luft und diese Dinge wurden hier halt einfach in jedem Raum installiert. Das war vorher natürlich geplant, wo die hinkommen. Da wurden ja seitens des Rohbauers halt auch entsprechende Schlitze schon vorgesehen. Das Ganze ist hier so ein bisschen provisorisch befestigt, damit es einfach an Ort und Stelle bleibt. Ist aber ansonsten halt einfach hier fix in der Wand drin und wird, wie gesagt, nachher dann erst angeschlossen und verbunden werden. Parallel dazu bin ich jetzt hier auch noch damit beschäftigt, den zentralen Steigschacht für die Elektroverteilung vorzubereiten und weiterzuführen. Also wir haben hier so einen zentralen Schacht, der eben bis in den Keller führt, nicht ganz in den Hausanschlussraum, aber von da aus ist es nicht mehr weit. Und hier über diesen Schacht sollen halt die Leitungen verteilt werden, die gehen dann bis in den Dachstuhl und werden dann hier über die Durchbrüche in der Wand eben wieder in die einzelnen Räume geführt werden. Und ich habe jetzt eben damit begonnen, hier sogenannte Bauplatten zu montieren. Zum einen hat das eine positive wärmedämmende Eigenschaften, damit man hier einfach über diese große Fläche keine Wärme verliert und dann vielleicht kalte Luft da drin sich sammelt oder halt die Luft einfach abkühlt, dass man es da mit Feuchtigkeit zu tun bekommt und dementsprechend dann mit Schimmel. Das möchte ich gern vermeiden. Da wird es auch keine Revisionsöffnung hier im Schlafzimmer geben. Insofern kommt man da nicht mehr so leicht heran. Unter uns, da gibt es dann eine Revisionsklappe, da schaut das dann vielleicht ein bisschen anders wieder aus. Aber ich möchte vor allem auch einen glatten Untergrund haben für die Kabelleiter, sodass man auch im Nachgang da sich ganz leicht eben damit, ja, dass es eben ganz leicht fällt, da weitere Leitungen einzuziehen und man nicht an einen dieser vielen Haken irgendwie oder diese geöffneten Ziegelsteine hängen bleibt. Dementsprechend hier Bauplatten, die klebe ich hier mit Fliesenkleber eben drauf. Dauert auch ein bisschen, bis der hier austrocknet bei den Umständen, bei den Temperaturen. Hier in dem Geschoss bin ich soweit schon fertig. Es geht jetzt hier eben genau bis zur Geschossdecke. Und dann geht es hier, befinden wir uns unten im Erdgeschoss in der Speisekammer. Auch da müssen noch eben solche Bauplatten angebracht werden. Das wird jetzt einer der nächsten Schritte tatsächlich werden. Aber für heute bin ich soweit erstmal mit der Vorstellung der Änderung in den letzten Tagen durch. So, ich bin jetzt ganz froh, dass es mit der Heizungs- und Sanitärinstallation so schnell vonstatten ging. Auch dieses Thema ist jetzt erstmal abgehakt, mit der Rohinstallation zumindest. Und jetzt bin ich tatsächlich einer der Letzten hier, die quasi mit der Rohinstallation fertig werden müssen. Ich gebe direkt jetzt auch nochmal aufs Gaspedal, werde hier in den nächsten Tagen jetzt hier auch nochmal eben mit Vollgas weiterarbeiten. Wir sehen uns sicherlich bei einem der nächsten Videos wieder und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine schöne Zeit. Bis dann, tschüss!